Heute spielen wir ein Spiel mit ungewöhnlichen Assoziationen. Die sind so abstrus manchmal, da stellt sich dann durchaus mal die Frage, was dat denn? Was dat denn ist ein Quizspiel, das in der Ausgabe 6 1988 der Input 64 erschienen war. Das Spiel stammt von einem gewissen Peter Nagel und in diesem Spiel geht es darum, ungewöhnliche Beschreibungen eines typischen Begriffs zu erkennen, bevor die Raupe ihr Ziel erreicht. Das Spiel ist sehr textbasiert, ist ja auch logisch bei einem Spiel, in dem es um Worte geht. Musik gibt's keine, nur kurze Toneinsprengsel, um den Fortschritt der Raupe und das Ende der Runde dann wiederzugeben. Also bleibt eigentlich nur noch den Spielspaß jetzt zu beurteilen. Und da ist, was das denn gar nicht mal so übel, es sei denn, man ist schon ein Meister im Querdenken. Und ein bisschen Probleme gibt's durchaus mal, wenn man alleine spielt. Das habe ich ja festgestellt, da der Spielstand da irgendwie nie über 50 Punkte hinauswachsen kann. Gibt halt immer was zu meckern, wenn man lang genug sucht. Oder wenn man sich 5 Minuten mit einem Spiel auseinandersetzt. Ja, so lange hat es gedauert, bis mir dieser Punkt aufgefallen ist. Ansonsten ist, was das denn als kurzweiliges Spiel in geselliger Runde durchaus okay, würde ich mal so behaupten. Und wenn man bedenkt, dass es von einer Person stammt und als Teil der Input 64 jetzt nicht wirklich teuer war, da kann man erst recht nicht meckern. Und ja, jetzt wüsste ich auch nichts mehr noch, was ich zu dem Spiel sagen könnte, außer vielleicht, ist ein gutes Spiel, aber nicht wirklich großartig. So, in 2 Wochen packt mich der Wahn. Ne, Moment. In 2 Wochen rede ich über einen Spiel namens Wahn. So war das.